Ja, servus, grüß euch, ich bin der Thomas nochmal hier von eurem Weiher-Team. Das ist auch das letzte Mal dieses Jahr, denn die Weiher-Spiele laufen auf Hochtouren. Wir haben das vierte Wochenende und es läuft ganz gut, das Wetter hält auch einigermaßen her. Und was natürlich noch fehlt und auch nicht fehlen darf, ist der obligatorische Blick hinter die Kulissen. Wir hatten letztes Jahr auch schon zwei kleine Backstage-Videos und auch heute wollen wir noch ein bisschen schauen, was so hinter den Türen und hinter den Bühnen abläuft. Also wir haben jetzt noch vor dem Stück, es sind noch ungefähr 1,5 Stunden, bis losgeht. Kommst du mal mit. So, hier haben wir jetzt einige der Mitwirkenden am Tisch sitzen gerade. Die es ganz gerne haben, vor dem Stück noch ein bisschen. Da gibt es natürlich Personen wie die Ordner. Ich habe auch gerade zwei Westen an. Menschen, die hier natürlich für Recht und Ordnung sorgen, wenn man so sagen will. Aber man muss sagen, dass der Franz hier später im Stück auch noch eine wichtige Rolle hat. Der ist nämlich, wie auch schon einige Stücke zuvor gewesen, unser Kapitän. Und ich darf heute, mittlerweile muss man ja kein Geheimnis mehr drum machen, wir haben auch ein Wasserfahrzeug dieses Jahr. Das ist der Herr, der es steuert. Ja, und Schauspieler sind auch anwesend, aber schauen wir mal weiter. Ja, jetzt sitze ich gerade hier mit dem Jonas. Der Jonas ist auch dieses Jahr als Ordner tätig. Machst du es, glaube ich, dieses Jahr auch das erste Mal soweit? Richtig, also ich habe. Was hast du da jetzt soweit schon erlebt dieses Jahr? Tatsächlich noch gar nicht so viel. Einfach nette Gespräche mit den Leuten gehabt bisher. Ansonsten, war sonst immer nur Statist oder selber Schauspieler, mal eine neue Erfahrung im Theaterverein zu machen. Aber es ist sehr, sehr lustig, weil die Leute alle gut gelaunt sind. Und da kann man super schön am Anfang quatschen und schon mal den ersten Eindruck vermitteln. Das hier ist der Alex, das ist der Chef vom Schwalger Brauhaus. Das Schwalger Brauhaus macht dieses Jahr hier die Gastronomie bei uns im Weiher und schmeißt hier jetzt schon seit einigen Wochen diese beiden wunderbaren Hütten. Wie läuft es denn so bei euch? Wie ist die Erfahrung hier? Macht ihr ja sonst, glaube ich, auch Catering schon unter genau, anderem, wir machen Catering. Keine Theater-Events, die so lange laufen, glaube ich? Ja, wir machen schon auch manchmal Veranstaltungen, die über mehrere Wochen gehen. Ah, okay. Aber so ist natürlich eine coole Atmosphäre, gell? Weil ihr seid ja alle cool drauf, viele Stück, junge Leute. Stück auch selber schon gesehen? Oder? Immer nur bis zur Hälfte, da musste ich immer wieder rüber in den Biergarten. Ach schade, okay, kommt nicht mal bis zur Hälfte eigentlich, nur die ersten fünf, ja die letzten Tage habe ich mir vorgenommen. Wenigstens einmal. Schaue ich mir komplett an. Ja. Ja, cool. Ja, und danke auch für euren Aufwand. Ich sehe schon, ihr seid immer ganz schön fleißig da und auch mindestens 2 Stunden vorher hier schon am Werkeln. Danke. Das Essen ist sehr gut, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Also es ist sehr. Den Job machen sie gut. Ihr auch. Merci. Geh mal hoch zu uns. Hier jetzt zur Rechten ist unsere Bierhütte. Da gibt es noch anderes außer Bier, aber ich sage jetzt einfach mal Bierhütte dazu. Schaut mal. Da haben wir unser erfahrenes Team hier vom Ausschank, die hier auch schon mehrere Tage standen. Auch heute sind sie wieder tätig und ich würde sagen, jetzt aus Showzwecken. Lassen wir uns doch gleich mal ein helles zapfen, oder? Ja, war mir klar. Jetzt ist es auf Video, jetzt gibt's. Da sind schon hier Profis am Werk, also. Der Antonio hat natürlich auch eine gastronomische Erfahrung, insofern, das merkt man schon, da ist das Handgelenk ganz locker, also am Schankarm, das ist super perfekt. Wunderbare Schankrone. Dankeschön, das nehmen wir mit und euch noch einen erfolgreichen Abend. Bis später. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist unser Team hier am Einlass bzw. an der Abendkasse. Da haben wir hier die Brigitte, die macht das auch schon einige Jahre und hat dieses Jahr einen unglaublichen Stress, vor allem mit dem ganzen Vorverkauf. Es gibt Unmengen an Mails zu bearbeiten, freundliche wie bösere Telefonate anzunehmen. Genau. Und einen Schriftverkehr zu regeln, der so, glaube ich, seinesgleichen sucht, gerade für Projekte wie unseres. Was ist denn zu dieser deine Erfahrung? Glaubst du, dass es einigermaßen was ist? Hast du das Stück eigentlich selber schon mal einmal komplett angeschaut oder warst du jetzt immer leider nicht, weil immer, wenn wir spielen, da herümpern in der Abendkasse, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, wenn wir das letzte Mal spielen, dann scheiß mal an, weil es war ja schon, wenn ich das nicht gesehen hätte. Schon, gell? Das ist ein Muss jedes Jahr. Ja, man sieht jetzt schon, das ist natürlich auch ein bisschen schade für manche von uns Mitwirkenden. Wir sind hier aktiv, stehen hier, werkeln hier jeden Abend, die ganze Saison lang. Auch nicht nur die Abende, tagsüber. Und dann kann man das Stück nicht ein einziges Mal anschauen, weil man eben die ganze Arbeit zu erledigen hat. Natürlich schon aus einem der letzten Videos bekannt und hoffentlich auch bekannt genug. Man kann es gar nicht oft genug sagen, der Autor, der Regisseur der diesjährigen Weiher-Spiele und natürlich auch in der Rolle vertreten, unser zweiter Vereinsvorstand, der Ferdi. Was ist denn so deine Zwischenbilanz? Wir haben jetzt gerade noch nicht eine der letzten Aufführungen, aber das vierte Wochenende. Ja,
eineinhalb Wochenenden haben wir vor uns. Zwischenbilanz ist ja sehr zufrieden. Also das Wetter spielt Gott sei Dank ganz gut mit. Nur zwei Vorführungen mussten leider ausfallen, beziehungsweise eine ist verschoben worden. Aber das, mein Gott, das ist einfach so. Aber ich finde, das Wetter spielt uns gut in die Karten. Es läuft gut durch. Positive Resonanz eigentlich vom Publikum wirklich. Also wir kriegen E-Mails, wir kriegen Bewertungen im Internet. Wir sind wirklich sehr zufrieden. Mein Eindruck war auch, dass das Publikum das Stück gerade auch die letzten Male sehr dankbar aufgenommen hat und tatsächlich auch sehr positiv reagiert hat. Standing Ovations haben wir gestern. Wenn der Applaus beim zweiten oder dritten Mal immer noch genauso stark anspielt wie direkt nach dem Stück. Also das freut uns natürlich als Darsteller wahnsinnig, wenn wir natürlich beim Schlussapplaus dann so einen Zuspruch erhalten, wie er jetzt gerade auch nochmal gestern ganz besonders war. Das geht runter wie Öl. Lass mal dich weiter essen, umziehen musste ich ja auch noch geschminkt werden. Viel Spaß. An guten. Hier oben am oberen Teil des Hangs ist außerdem noch hier der Technikcontainer. In dem findet viel der Magie statt, die so am Weiher dann während des Stücks abläuft. Und wir wollen jetzt mal reinschauen und die ganze Technik und den ganzen Aufbauten mal kurz anschauen. Geht's mal mit rein. So schaut es dann hier aus. Ich sehe das selber nicht oft, ganz im Gegenteil. Dies Jahr sogar zum ersten Mal gerade. Ja, hier findet die Magie statt, die hinter den Kulissen da alles zum Leuchten und zum Nebeln bringt. Servus, Christi, du bist der Servus, Sebi. Ich bin der Sebastian, ja. Christi. Ja, das ist der Sebi, du machst halt was? Bist du was zuständig? Ich bin fürs Licht zuständig und für die Musik halt. Okay. Dass das alles läuft. Schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Das ist alles programmiert bei euch. Ja, da ist voll programmiert. An sich ist die Arbeit im Voraus. Und jetzt am Ende eigentlich nur noch auf ein paar Knöpfe drücken im richtigen Moment und das Ganze dann mit den Schauspielern abstimmen. So, sind Sie jetzt auf dem falschen oder richtigen Knopf drückst, dann geht da unten irgendwas los. Ja, also wir können jetzt ein bisschen nebeln, aber den nehmen wir uns lieber für später auf. Das Ding machen wir, ja. Ja, die Umkleide ist dieses Jahr ähnlich wie letztes Jahr im alten Feuerwehrhaus untergebracht. Das ist ein Teil vom Machtschwammener Rathaus. Wir sehen auch hier im Hintergrund schon einen Teil des Gebäudes. Da vorne, tatsächlich gar nicht so nah an den Bühnen, ist der Ort, wo sich die Darsteller umziehen. Und reinschauen dürfen wir wahrscheinlich eher nicht, aber wir schauen zumindest mal hin. Tatsächlich in die Umkleide hier auch mit reinschmuggeln dürfen, aber geschminkt wird hier auch, man sieht es hier. Also gerade zieht sich keiner um, sonst wäre es ein bisschen schwierig geworden. Haben wir zum Beispiel die Fabiana, die Darstellerin, der Hermia. Wir fangen halt früher an. Wir wollen heute, dass alle wissen. So welche der wenigen, die an wahrer Größe mit mir mithalten können, war es mit Theaterwein. Die Gebrüder Zeif, zumindest zwei von den drei Zeifs, die bei uns mitmachen. Der dritte ist tatsächlich auch der kleinere, der kleinste Bruder, ist tatsächlich auch als Statist nochmal dabei, aber heute nicht anwesend, wahrscheinlich am Weinfest in Polen. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja, wie schaut's aus? Seid schon vorbereitet auf eure Logo? Ja, sicher. Jetzt wird der Treibstoff auch schon eingeführt, der nötig ist, um so rumblödeln zu können. Ein Blondes für die Blonde, weißt du? Okay. Ja, man sieht schon, also wer das Stück natürlich gesehen hat, der weiß jetzt, was es mit diesem Kleid, dieser blonden Perücke und diesem Herren hier auf sich hat. Für alle anderen sei gesagt, wir machen auch dieses Jahr wieder eine DVD und eine Blu-ray, die sich nach dem Stück erwerben lässt.